Busch. Ja, sag mal, wo sind wir denn hier eigentlich, Angie? Wir sind hier eigentlich in Papenburg, in Aschendorf in Papenburg. Ja, wo denn jetzt? In Aschenburg in Papendorf. In Aschendorf in Papenburg sind wir. Ja. Hallo, liebe Kinder. Hallo, liebe Kinder. Sag mal, wo hast denn du deine Mitra und deinen Bischofsstab? Hab ich vergessen. Mann. Ja, Kinder. War das immer so leer hier? Nein, es war nie so leer. Weißt du es nicht mehr? Da waren doch immer unglaublich viele Menschen und vor allem Kinder. Und die haben dich doch immer empfangen. So? Hast du es vergessen? Da stand doch hier immer so eine Kutsche. Ach so. So eine schöne. Nein, doch. Ich verstehe das nicht. Aber wo sind die denn alle? Sag mal, wie vielten haben wir denn heute? Haben wir nicht heute? Ja, heute ist der fünfte. Heute ist der fünfte. Als Knecht Ruprecht die Tournee noch organisiert hat. Ja, die alte. Da hat das immer geklappt. Ja, natürlich. Aber seitdem du die Tournee organisiert hast, bleibt er lieber unten. Aus der Hölle. In der Hölle, ja. Petrus? Hallo, Petrus? Ist da jemand? Hallo? Wir haben kein WLAN. Kein was? Na, keine Wolkenleitung. Ach so. Ja. Oder Petrus hat an der Himmelspforte so viel Kundschaft, dass... was machen wir denn das jetzt? Das hatten wir doch noch nie. Das war doch noch in keinem Jahr hier so. Das war noch nie so leer. Angie? Ja? Ich glaube, die Kinder haben mich vergessen. Nein. Oder? Wo müssen wir denn jetzt hin? Ich weiß es. Weißt du was? Nein. Wir gehen zum Rathaus. Die sind immer super informiert über unsere Tour. Ist das leicht? Nö. Na, was nun? Oder? Ich weiß es nicht. Ja, was denn nun? Wo lang? Da lang. Gut. Nee, warte mal. Hier lang. Hier lang. Oh. Mein Gott, da ist auch niemand. Das ist hier wie in Bethlehem. Ich habe das schon so lange gesagt. Wir brauchen dringend besseres Marketing, um nicht vergessen zu werden. Die Kinder haben mich vergessen. Was ist dieses Social Media? Ach, Niki. Niki, du wirst immer tüdeliger, je mehr die Kinder dich vergessen haben. Weißt du was? Nein. Dann gehen wir die Kinder einfach suchen. Na, wo denn? Naja, wo Kinder so sind. In der Schule. Im Kindergarten. Spielplatz, Kino. Im Kino. Oh komm, du lass dich nicht so hängen wie so ein oller Sack voll Geschenke. Komm, du kriegst das hin. Komm. Opa. Oh Mann. So. Wenn du meinst. Weißt du, und wenn wir die Kinder finden, ich sag's dir. Ja. Du wirst so glücklich sein. Glaubst du? Ich weiß das. Komm. Vorsicht, Stufe. Jo. So. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our trouble will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas.
Yuletide gay. From now on, our trouble will be miles away. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends, who are dear to us, gather near to us once more. Nein, nein, wir sind angekommen und es war niemand da. For the years we are together. If the fates allow, a shining star upon the high above, and have yourself a merry little Christmas now. Hört ihr mich? Hallo. Here we are as in olden days, ja? Happy golden Nein? days of yore. Dickie hatte die Faxen dicke. Faithful friends are dear to us, gather near to us once more. Yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our trouble will be out of sight. And have yourself a merry little Christmas, and have yourself a merry little Christmas, and have yourself a merry little Christmas now. Nein. Petrus? Was soll ich jetzt machen? Wie Ruhe bewahren? Sankt Nikolaus sitzt alleine in der Kirche rum und ist beleidigt wie ein kleines Kind. Na, weil er denkt, alle haben ihn vergessen. Weil uns keiner in Empfang genommen hat. Was für ein Memo. Was sind das? Wer sind diese Corona? Ach du Scheiße! Nein, ich wollte nicht fluchen. Dann was soll ich jetzt machen? Was? Ich soll das Nikolausfest retten? Wie soll ich das machen? Wo soll ich denn jemand hernehmen, der noch an Nikolaus glaubt? Hier ist ja kein Mensch. Petrus, einen Moment. Hey! Sag mal, kannst du mir helfen? Ich brauche jemanden, der noch an den heiligen Sankt Nikolaus glaubt. Nikolaus. Mit 7 habe ich meine Eltern beim Telleraufstellen erwischt. Entschuldigung? Ich bin mit dem heiligen St. Nikolaus, bin ich hier nach Papenburg gekommen. Wem willst du diese Geschichte denn verkaufen? Ich verkaufe niemanden irgendwas. Der heilige St. Nikolaus, der teilt nämlich freiwillig, ja? Und der gibt jedem etwas. Und das soll ich glauben? Das sollst du glauben, ja? Mal angenommen, es gäbe einen Nikolaus, dann würde ich mir von ihm wünschen, dass er etwas für den Klimaschutz tut. Klimaschutz? Ja, da kann er was tun für. Da kann er was tun für, da, aber, da müssen alle mitmachen. Damit das funktioniert, da muss jeder seinen Beitrag leisten. Sonst geht das nicht. Und dann, wenn das jeder macht, dann kann der heilige St. Nikolaus helfen. Sag mal, du räumst ja hier auf, ne? Du räumst ja hier den Müll weg, ne? Woher? Naja, das ist ja nicht so schwer. Und Petrus, stimmt das? Ja, das stimmt. Und du machst bei der Aktion
Papenburg räumt auf. Papenburg räumt auf mit, ne? Mhm. Und das bei der Kälte. Das ist schon mal schön. Aber sag mal, da sollte ja eigentlich noch jemand mitmachen, ne? Du meinst meine Freundin Laura? Ja. Ja, deine Freundin Laura. Naja, die, wir haben uns gestritten. Aber was geht dich das an? Nichts. Petrus, habe ich eine Freigabe? An einer anderen Stelle runtergekommen, oder was? Wir fahren. Wieso das denn? Die Kinder hier scheinen mich vergessen zu haben. Oder? Hallo, das gibt's doch gar nicht. Wie habe ich das letzte Mal gesehen? Da war ich 9. Nee, das ist nicht Onkel Heini. Yvonne! Du bist es wirklich. Ja. Das ist aber lange her. Du hast doch jetzt auch Kinder, nicht? Ja, 3. Hm. Luis, Janis und Greta Marlin. Das ist schön. Und sie warten schon total sehnsüchtig auf ja, dich. Ja, aber wir müssen jetzt leider weiter. Weil andere Kinder wollen auch, dass er zu ihnen kommt. Und hier in Papenburg haben die Kinder ja wohl den heiligen St. Nikolaus vergessen, ne? Mhm. Wie kommt ihr darauf? Naja, war ja keiner da, um uns zu empfangen. Nee, ihr müsst zur Drostei. Da warten die auf euch. Was? Ja, er guckt mich nicht so an. Das stand nicht im Memo. Nein. Im Memo? Nee, stand nicht im Memo. Aha. Nein. Da drehen die doch die Nikolaus-Sendung. Sendung? Ja, da müsst ihr euch zeigen. Sendung? Du, das ist gut für unser Marketing. Na, ob Marketing da noch hilft. Du musst dich dort zeigen. Für eine Mutter gibt es doch nichts Schöneres, in die großen, leuchtenden Augen der Kinder zu schauen, wenn sie an dich, den Nikolaus, glauben. Also, auf zur alten Drostei. Auf zur alten Drostei. Thank you.
jetzt haben wir den Gast, auf den alle gewartet haben, vor allen Dingen die Kinder, den Nikolaus. Schön, dass ihr hier seid. Danke, Angie, auch für die unkomplizierte Bearbeitung oder Mail-Anfrage. Schön, dass es möglich ist, dass wir euch heute hier begrüßen dürfen. Jetzt leider nicht so unkompliziert, aber wir haben uns ja. Ihr habt das auch gut hingekriegt. Ne? Das ist übrigens unser Abstandsbeauftragte, die aufpasst, dass wir hier in dieser Zeit die Abstände untereinander einhalten. Ja. Aha. Ich habe gleich mal eine erste Frage an euch. Wie lange seid ihr schon zusammen auf Tour? Ich würde mal, was? 500? Ja, also vorher. Nicht so vor lange. Vor Angie war ja Knecht Ruprecht immer an meiner Seite. Und Angie macht das jetzt seit über 500 Jahren. Ja, ne? Ich war ja ursprünglich Himmelsbote. Ja. Aber dann wurde sie degradiert vom Himmelsboten zum Verwaltungsboten. Da konnte ich nichts für. Das lag nicht in meiner Verantwortung. Dass sich die anglikanische Kirche von der katholischen trennt, dafür konnte ich nichts. Denn Engländer, ne? Engländer. In jedem Jahrhundert, in jedem Jahrtausend trennen die sich und scheiden sich von irgendjemandem. Das lag nicht an mir. Gut, sag nur, um das mal. Bin da nicht so informiert. Lieber Nikolaus, du bist ja nicht nur im Dezember aktiv, sondern du hast ja auch oder bist ja auch bekannt als Schutzpatron der Seefahrer. Ja. Das ist sein Soloprogramm. Papenburg hatte zu seiner Blütezeit um 1850 250 Segelschiffe. Daran erinnert er sich wieder, ne? Kannst du dich denn auch daran erinnern, ob es da mal eine Geschichte gab? Oder da war ein Segelschiff unterwegs nach Australien. Eine lange, lange Reise, ja. Das Schiff, das hieß Johanna. Und das war 1890, ne? Danke sehr. Und nun war das Gelbfieber ausgebrochen an Bord und viele, viele Seeleute waren erkrankt. Und also durch den Sturm, der aufkam, konnte ich ihnen helfen. Aber da konnte ich nichts machen beim Gelbfieber. Kann ich Ihnen meinen, das war auch gestorben. Die mussten alles über Bord werfen, nicht wahr? Und seine Frau Margarete übernahm das Ruder. Sehr starke Frau. Ja. Und mit ihr zusammen habe ich dann das Schiff sicher an Land gebracht. Ich hoffe, du kannst auch ein bisschen was machen jetzt, weil wir sind ja gerade in sehr stürmischen Zeiten hier und kannst uns auch oder der Stadt ein wenig und der Meierwerft ein wenig durch diese stürmischen Zeiten helfen. Gerne. Also kommen wir jetzt mal zu dem anderen Punkt, nämlich zu den Kindern. Wo sind sie denn? Hallo? Die durften wir natürlich nicht einladen, die Hallo, Kinder. Liebe. Was? Die konnten wir natürlich nicht einladen hier in die Sendung, eben aufgrund der ganzen Hygienevorschriften. Ach ja, diese Corona. Lieber Nikolaus, du als alte Kulturlegende, darf ich dir mal eine Frage stellen? Ja, bitte. Also wir haben ja erfahren, was die Kinder glücklich macht. Ja. Da waren ja auch Tanzen, Musik und so weiter da drin. Ja. Was ist für dich Kultur? Ach, genau das, was die Kinder schon gesagt haben. Kultur ist Nahrung für Geist und Seele. Nicht wahr? Auch wenn es manche vergessen haben, die in ihrem systemrelevanten Arbeitsalltag stecken. Kultur baut Brücken und verbindet die Menschen. Kultur ist kein Freizeitangebot und Kultur ist, das ist ein Lebensmittel. Das ist ein Wegbereiter für die Entwicklung der Menschen. Man darf Kultur nicht einfach ein- und ausknipsen. Kultur war schon immer um uns herum und ist auch jetzt gegenwärtig und präsent. Aber ich weiß nicht, ob sie eine Zukunft hat, wenn man sie vergisst. Lieber Nikolaus, ja. Darf ich mir etwas wünschen? Ja, bitte.
Also ich würde mir wünschen, dass die Personen in verantwortlichen Führungsrollen, die was bewegen können, dass die eben Kultur genauso wertschätzen und das nicht vergessen, wie dich die Kinder wertschätzen. Das würde ich auch sehr wünschen. Das wäre schön. Aber die Kinder scheinen mich vergessen zu haben. Wie kommst du denn darauf? Wo sind sie denn? Ja, sie können ja nicht kommen, aber 1000 Kinder haben für dich etwas gebastelt, weil sie nicht hier sein können. Haben wir 1000 Kindergeschenke für dich vorbereitet. Schau mal. Nee, ne? Oh.